Sie wurden auf das Herzlichste empfangen. Ein gutes Gefühl für die deutsche Nationalmannschaft. Bastian Schweinsteiger macht einen zufriedenen Eindruck. Er habe keine Probleme mehr, sagt er, und sei absolut bereit für das Prestigeduell gegen die Niederlande. Natürlich denkt man immer an die Vergangenheit, dass es sehr hart zur Sache ging. Fußball ist ein Sport, wo auch Zweikämpfe geführt werden. Und heutzutage entscheiden Kleinigkeiten über den Erfolg. Und die kann man alle natürlich auch beeinflussen mit einer gewissen Art und Weise. Aber wir wollen das Spiel natürlich auch auf fairer Art gewinnen. Einfach das Maximale rausholen, was wir können. Gegen Portugal konnte Schweinsteiger keine Akzente setzen. Zur Diskussion steht er aber nicht. Joachim Löw braucht einen Strategen wie Schweinsteiger und hofft, dass dieser gegen die Oranje weit besser spielt als noch zuletzt. Denn das zweite Gruppenspiel gegen die Niederlande ist kein gewöhnliches, das ist allen klar. Es wird eine große Intensität vorhanden sein und es wird natürlich auch, denke ich mal, ein technisch gutes Spiel werden. Davon gehe ich schon auch aus. Aber mit solchen Wörtern oder Begriffen wie Krieg oder sowas können wir nichts anfangen. Das wird vielleicht eine Hitzeschlacht und es wird Schmerzen bereiten, eben auch über diesen Punkt hinwegzukommen, der natürlich dann auch weh macht. Aber mehr als eine große Rivalität, denke ich, wird nicht vorhanden sein. Mal schauen, was Holland dagegen zu bieten hat. Sie haben herausragende Spieler in ihren Reihen mit Wesley Sneijder, Arjen Robben, Van Bommel, Van Persie, haben sie, denke ich, Weltklasse-Spieler. Aber letztendlich entscheidet, wer hat die bessere Mannschaft. Wichtig ist das Kollektiv. Schweinsteiger sieht sich nach seiner langen Verletzungspause noch nicht in Topform. Sich selbst will er besonders in den Dienst der Mannschaft stellen. Spätestens im Viertelfinale will er wieder ganz der Alte sein.